Gut, dann Entschuldigung für die kurze Verspätung. Gerade lief noch das Training. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel. Morgen sind wir in der zweiten Runde bei Bayer Leverkusen zu Gast. Wie gewohnt vorab Christian Eichner mit seinem Ausblick. Guten Tag nach draußen. Auch von meiner Seite aus kurz Entschuldigung für die Verspätung, aber ich glaube, es hat sich noch im Rahmen gehalten. Ja, letzten 2, 3 Tage standen logischerweise im Zeichen der Aufarbeitung vom Samstag und auch der Regeneration. Und das hatten wir eigentlich ja, gestern mehr oder weniger abgeschlossen gehabt. Und ja, jetzt gerade einen kleinen Reiz nochmal gesetzt und ja, noch was zur Stärkung. Und dann fahren wir eine ähnliche Strecke wieder nach oben und ja, mit großer Vorfreude auf einen geilen Wettbewerb, auf einen super Gegner und auf ein Gesamtpaket, das uns extrem fordern wird, aber auf das wir vorbereitet sein werden. Und dann werden wir alles Mögliche daran setzen, um in die zweite Runde beziehungsweise in die nächste Runde dann einzuziehen. Vielen Dank, dann sind wir schon bei euren Fragen. Wie gewohnt, gerne per digitaler Hand, Handzeichen oder wenn es gar nicht anders geht, schriftlich im Chat. Marius Bücher von den BNN macht den Anfang. Ja, hallo in die Runde. Christian, nach dem Spiel am Samstag in Düsseldorf, was müsst ihr denn konkret ändern jetzt in Leverkusen, vielleicht auch was System oder Personal angeht, aber auch darüber hinaus, um da defensiv nicht mehr so anfällig zu sein wie am Samstag? Grundlegende Dinge, die zum Fußballsport dazugehören, müssen wir verbessern. Das bedeutet zum einen individuell auf meiner jeweiligen Position wieder diese Dinge umzusetzen, die wir ja, die Wochen davor viel, viel besser gemacht haben. Das war am Samstag sowohl individuell als auch mannschaftlich, gruppentaktisch, egal was für ein Wort ich da einsetze. War das nicht genügend, um ein Zweitligaspiel punktemäßig zunächst mal erfolgreich zu bestreiten? Das haben die Bilder natürlich in aller Klarheit dann auch nochmal aufgezeigt. Das haben wir mit den Jungs aufgearbeitet, so wie wir das auch jede Woche tun, im guten wie auch jetzt am Samstag im nicht so optimalen Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir am morgigen Tag wieder ein Spiel bestreiten können und die Mannschaft es für sich selbst zunächst mal zeigen kann, dass sie in diesen Bereichen, was Verteidigen anbelangt, es besser kann. Zusätzlich müssen wir, das hängt natürlich mit den Dingen ein bisschen zusammen, so die Art und Weise der Gegentore, die müssen wir verändern. Zunächst mal, was die Anzahl anbelangt, aber auch die angesprochene Art und Weise. Also das sind ein paar Tore die letzten Wochen jetzt dabei gewesen, in der Mehrzahl vor allen Dingen. Die kommen normalerweise nicht jede Woche vor. Und das bedeutet individuell Fehlerzahl, runder Konzentration, 90 Minuten nach oben, um dann ja, Marius Gersbecks Tor dann auch viel, viel besser zu schützen. Und das kann die Mannschaft ja auch. Und das wird die Mannschaft auch zeigen. Weitere Fragen? Marius Bücher nochmal, ja, gerne. Dann mache ich gleich mal weiter. Christian, wie wichtig ist denn für euch die Rückkehr jetzt von Marius Gersbeck ins Tor, gerade in so einem Spiel gegen so einen Gegner dann? Das ist wichtig, dass einer der Köpfe dieser Mannschaft wieder ins Tor zurückkehrt. Das bedeutet zunächst mal auch seine Körpersprache, sein Gesamtpaket tut dieser Mannschaft einfach sehr, sehr gut. Und müssen wir aber gleich mal abkürzen, das Ergebnis am vergangenen Samstag hatte damit mal 0,0 zu tun, sondern die Dinge, die wir dort nicht gut gemacht haben, ich glaube, die sind jetzt zu Genüge angesprochen, auch diskutiert worden.
intern wie extern. Und deswegen freuen wir uns, dass es morgen weitergeht. Wir freuen uns auch, dass Marius wieder zurückkehrt und er mit seinem Gesamtpaket Gersbeck der Mannschaft in Lautstärke, beispielsweise in Wachrütteln, in seinem ganzen Dasein dieser Mannschaft einfach gut tut. Und das wird sicherlich auch ein Bestandteil sein, den wir morgen Abend brauchen werden. Marcel Schreiner von RON-TV macht weiter. Ja, wir haben gerade gehört, Lautstärke, Wachrütteln. Ich glaube, das sind auch immer so Sachen, die man als Kapitän oder die man von einem Kapitän dann auch immer irgendwie erwarten kann. Inwiefern spielt auch dann Jérôme Gondorf eine wichtige Rolle jetzt gerade für so ein Pokalspiel gegen einen absoluten Favoriten? Ja, die ist eminent wichtig. Das haben wir, glaube ich, auch öfters hier schon angesprochen. Er ist einer, der vorangeht, der sich nichts gefallen lässt, der eine gewisse Erfahrung auch auf diesem Parkett mitbringt, auf das wir uns morgen wieder begeben werden. Und ich erwarte von ihm, dass er der Mannschaft Halt gibt, dass er der Mannschaft in schwierigen Situationen, wie er das bisher sehr, sehr gut gemacht hat, vorangeht, dass er die Kugel will, dass er die Zweikämpfe führt und dass er so den einen oder anderen dann auch da positiv anstachelt und mitnimmt. Er zieht dann auch so ein bisschen den Fokus mehr auf sich. Davon werden die Jungs drumherum auch immer profitieren, aber das ist mal unabhängig vom morgigen Mittwoch. Das ist losgelöst von solchen Partien, ist er als Kapitän, da spreche ich für alle meine Kollegen auch in der Liga, wenn sie über ihre Kapitäne sprechen. Kapitäne gehören auf den Platz, gehen voran und sind für die Mannschaft vor allen Dingen dann auch in schwierigen Phasen da. Und das erfüllt er zu meiner größten Zufriedenheit. Und deswegen ist es gut, dass er nach seiner Verletzungszeit wieder Teil der Mannschaft ist. Andreas Faut vom SWR will wissen, Bayer Leverkusen hat in den letzten beiden Ligaspielen geschwächelt, dazu mit Bellarabi und Schick zwei wichtige Spieler verletzt. Wie schätzt du den aktuellen Gegner ein? Großartige Bundesliga-Mannschaft. Ich finde, ich weiß nicht, wie es den Beobachtern hier jetzt in der Runde geht oder den Zuhörern geht. Ich finde, Bayer Leverkusen macht es immer Spaß zuzuschauen. Schon über Jahre ein großes Merkmal an Offensivfreude. Immer wieder Spieler in diesem Bereich, die in der Bundesliga den Unterschied ausmachen können. Ich finde, sie haben dieses Jahr auch wieder eine hochspannende Mannschaft. Viele, viele junge Spieler auch drin, die, ja, wie es auch immer mal wieder in Leverkusen der Fall war, so über Leverkusen dann diesen nächsten großen Schritt dann in ihrer Karriere gehen. Und ja, ich glaube, man muss dieses Schwächeln ein bisschen einordnen. Also das Bayern-Spiel habe ich auch gesehen. Ich glaube, da muss man sich nicht grämen, wenn man gegen Bayern München auch mal das eine oder andere Tor mehr bekommt. Das ist eine der besten Mannschaften Europas. Und das Spiel am Sonntag habe ich mir natürlich angeschaut. Ich glaube, wenn Bayer 04 Leverkusen den ein oder anderen Konter, den gab es reihenweise in diesem Spiel, einigermaßen konsequent zu Ende spielt, wird diese Frage heute nicht gestellt. Aber richtig ist, dass der 1. FC Köln dann mit seiner Intensität, mit seiner, ja, getragen dann auch von diesem Spirit vom Trainer von draußen dann, den er auf seine Mannschaft übertragen hat die letzten Wochen. Steffen Baumgart dann mit dem Publikum dann ein Gesamtpaket geschaffen hat, um wieder Eintritt ins Spiel zu bekommen. Und natürlich nehmen wir uns da ein paar Dinge mit, aber wir wissen natürlich auch, dass wir der KSC sind. Wir wissen um unsere Stärken. Wir haben Qualität und die werden wir morgen versuchen, in optimaler Version auf den Platz zu bekommen, gepaart mit ein paar Attributen, die zu diesem Pokal gehören. Hans Walser schreibt, kehrt Tim Breithaupt in die Startelf zurück? Das werdet ihr morgen Abend sehen. Nils Bohl. Ich
habe nach dem Spiel in Düsseldorf mit Philipp Heise gesprochen und der war der festen Überzeugung, dass Leverkusen ein ganz anderes Spiel sein wird, was ich ihm gerne glaube, und habe dann gefragt, warum, und dann hat er gesagt, naja, die Außen werden wohl noch ein Ticken schneller unterwegs sein als bei Düsseldorf. Und deswegen meine Frage, wie wollt ihr an der Stelle die unter Kontrolle kriegen? Hast du dir eine spezielle Taktik überlegt oder geht es da einfach nur nochmal 20% mehr zu geben oder wie ist da der Plan? Wir bereiten uns ganz normal auf diesen Gegner vor, der gewisse Qualitäten hat, der für mich mit das beste Umschaltspiel der Bundesliga besitzt. Das hat ein paar Konsequenzen für unser Spiel. Zunächst mal, bevor ich über das Tempo komme, die größte Gefahr geht so ein bisschen davon aus, wenn du die Kugel hast, weil ich davon ausgehe, dass sie sie uns auch in vielen Bereichen geben werden. Und zwar nicht, weil sie vielleicht vor irgendwelchen Dingen bei uns sich fürchten, sondern weil es sicherlich Teil auch ihrer Stärken dann ist, die Kugel zu erobern und relativ schnell und dann auf die angesprochenen offensiven Außen zu kommen, über dieses Tempo das dann zu bedienen und den Gegner dann auch aus dem Spiel zu nehmen. Darauf werden wir zunächst mal vorbereitet sein und dann hat es sehr, sehr viel mit Mut zu tun, mich von einem gewissen Namen zu lösen, sondern das Spiel ganz normal so anzugehen wie ein Zweitligaspiel. Und diese Dinge wieder besser auf den Platz zu bekommen, als wir sie jetzt am Samstag einfach hatten. Muss allerdings an der Stelle auch mal sagen, ich hatte so eine riesengroße Ernüchterung am Samstag festgestellt, dass dieses Spiel verursacht hat in meiner Wahrnehmung. Der KSC hat bei Fortuna Düsseldorf verloren. Bei aller Kritik, die völlig berechtigt war und die wir auch intern im Fußball, muss man sagen, deutlich, ich sage, wie immer aufgearbeitet haben, kann das vielleicht auch mal passieren, wenn man die beiden Clubs miteinander vergleicht. Und diese Mannschaft, und zwar die meinige, die ist bisher absolut im Soll, die ist wachsam, die weiß um die Situation in dieser zweiten Liga und die wird zurückkommen. Davon kann jeder mal ausgehen da draußen. Und man kann sich auf sie eigentlich immer verlassen. Und das weiß ich und deswegen wird sie zurückkommen. Und sie freut sich sehr auf dieses Spiel morgen, um gerade in diesem Bereich das ein oder andere wettzumachen, ist mir zu groß, um Dinge einfach wieder besser zu machen im Vergleich vor 3 Tagen. Das ist unsere Aufgabe morgen und am Sonntag. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Marius Bücher nochmal. Ich würde da nochmal nachfragen, Christian, wenn ich richtig verstanden habe, warst du an einer oder anderen Stelle, was so die Kritik, die kam jetzt nach dem Spiel, ein bisschen zu viel. Jetzt konkret hat sich ja auch Oliver Kreuzer geäußert, der der Mannschaft ein Verteidigungsverhalten wie der Schülermannschaft vorgeworfen hat. War dir das einfach an der Stelle zu viel dann? Muss jeder für sich beurteilen, wie er das Spiel sieht, also losgelöst von irgendwelchen Dingen. Im Fußballsport ist es ganz normal, dafür lieben man ja auch zu sehr, dass jeder hat eine eigene Aufstellung, jeder hat eine eigene Analyse, das ist alles in Ordnung. Ich kann ja nur bei mir bleiben, ich kann nur bei dem Weg bleiben, den wir die letzten Monate gegangen sind. Und dieser Weg war, dass diese Gruppe extrem stark ist. Diese Gruppe lebt von ihrer Geschlossenheit, von ihrer Freude, von ihrem Zuarbeiten auf jeder Position für den anderen. Gewisse Dinge mit der Kugel und sonstige Dinge kommen irgendwann. Aber ich habe am Samstag ja auch ein Spiel gesehen und ich habe das Spiel ja nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wer sich das Spiel dann immer nochmal von euch 90 Minuten anguckt. Ich gehe jetzt mal davon aus, nein. Das erwarte ich aber auch von niemandem. Aber Fortuna Düsseldorf stand mit 10 Mann
nachdem sie den Spielverlauf hatten, hinter der Mittellinie. Das ist nicht so ganz einfach für den KSC, sich da durchzukombinieren. Nochmal, da können wir uns gut einschätzen, was richtig ist, und das wird bei uns schon aufgearbeitet. Wir haben nicht gut verteidigt, und zwar in verschiedenen Höhen nicht gut verteidigt. Wir waren nicht mutig genug im Spiel gegen den Ball, was wir eigentlich sind. Wir haben 2 Gegentore bekommen aus Pressing-Situationen, wo wir den Gegner unter Druck gesetzt haben. Der Gegner musste einen Befreiungsschlag durchziehen oder durchführen. Und dann waren wir darauf nicht gut auf letzter Linie abgesichert. Wir hatten kein gutes individuelles Kopfballspiel. Wir haben das nicht gut bestritten an diesem Tag. Wie ich das bezeichne, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bezeichne es intern mit der Mannschaft als Aufarbeitung des Spiels. Darum geht's. Das ist die Aufgabe eines Trainers. Und wir haben ein Spiel verloren in Düsseldorf. Und nochmals, mir geht es nur um eine Einschätzung, um eine Einordnung. Und es braucht sich keiner Sorgen machen draußen. Diese Mannschaft kann sich sehr gut einschätzen. Die weiß, dass das nicht gut war an dem Tag. Und wenn es vielleicht nicht der Letzte gemerkt hatte, hat das gestern gemerkt. Und war mir vielleicht insgesamt, sind die Erwartungen größer. Vielleicht dadurch auch die Enttäuschung. Wir waren auch enttäuscht am Samstag. Aber für mich als Trainer, ich muss ja auch vorangehen. Und ich kann die Gruppe, glaube ich, am besten einschätzen, weil ich jeden Tag mit ihr zu tun habe. Und ich weiß, dass solche Dinge immer mal wieder vorkommen können bei uns. Weil ich ja weiß, was möglich ist und was vielleicht manchmal an manchen Tagen mal passiert. Also, boah, wenn ich zurückblicke, wie oft ich schlecht verteidigt habe in meinem Leben. Ja, ist auch oft passiert. Das war's dazu. Nils Bohl hat nochmal eine Frage oder Nachfrage. Ja, nicht. Für mich war das Stichwort nicht mutig genug, das du vorhin gesagt hast. War das dann deine Hauptaufgabe jetzt zwischen diesen beiden Spielen, sozusagen vielleicht eventuell aufkommende Selbstzweifel dazu zu verhindern? Oder ist es einfach nur aus diesem Spiel heraus so passiert, dass es einfach ja, eine temporäre Erscheinung war? Weil wir haben, ich kann mich erinnern, dass wir diesen Satz oder dieses Wort schon des öfteren Mal in dieser Saison verwendet haben an anderer Stelle. Das ist richtig, ja. Und deswegen ist es so, hat gar nichts mit dem Mut zu tun. Ich, keine Ahnung, ich springe vom 10-Meter-Turm, wenn man es ein bisschen einfach, und ich traue mich da nicht oder so, sondern Mut ist ja im Fußball auch so ein bisschen einhergegangen, dass ich die Dinge, die ich im Training mir erarbeite und vom Trainer mitbekomme, dass ich die versuche maximal umzusetzen. Und das haben wir schon, um das Wort zu gebrauchen, haben wir schon mutiger gemacht, zum Beispiel in Schalke. Übrigens losgelöst vom Ergebnis. Und da gilt es immer wieder dran zu arbeiten, immer wieder aufs Neue darauf zu fokussieren. Aber nochmal, das Spiel am Samstag hatte weniger sein Hauptaugenmerk im Bereich des Mutes. Das kam manchmal in der einen oder anderen Situation noch hinzu, weil wenn ich natürlich so ins Spiel komme, wenn ich so ein bisschen schwerfälliger, wenn ich nicht so richtig in die Zweikämpfe komme, wenn man das so immer wieder sagt. Wir waren ja auch da immer wieder im Nachsehen oder hatten das Nachsehen. Dann geht so dieser Pegel des Mutigseins vielleicht nicht unbedingt zwingend nach oben, das geht dann eher ein bisschen weniger. Und da gilt es ja darum, so eine mentale Stärke zu besitzen, um diesen Plan dann trotzdem auch dann nach 10 Minuten umzusetzen.
war es halt mal ein bisschen schwieriger. Ich habe es ja auch mal betont, ich war noch nicht Teilnehmer eines Fußballspiels, wo die Trainer gesagt haben, boah, meine Mannschaft ist super reingekommen. Und der andere sagt, mein Trainer, meine ist auch super reingekommen. Also, das geht nicht. Also, auch das ist das Fußballspiel. Ich komme nicht immer gleich ins Spiel. Da geht ja auch, da kommt ja ein anderer Gast dann aufs Spielfeld. Dass das nicht gut war, das wissen wir. Wir hatten aber 10, 15 Minuten, wo wir all das gesehen haben. Auch das hat die Mannschaft gezeigt bekommen. So, und da führen wir beinahe 2-1. Unverdient, wenn das jemand von euch, ich weiß, das muss ja immer so ein bisschen eher dann im Gesamtkontext eingeordnet werden. Das interessiert mich aber nicht. Sondern du hättest 2-1 geführt. Ganz, ganz überraschend. So, und darum geht es, an diesen Dingen immer wieder aufs Neue zu arbeiten. Das machen wir übrigens auch, wenn wir 3-1 auf Schalke gewinnen, oder 2-1, Entschuldigung, ich habe es noch schöner gesehen, 2-1 auf Schalke gewinnen. Da haben wir auch ein paar Szenen im Video drin gehabt, wo wir nicht mutig genug waren. Das ist ein ständiger Begleiter bei uns, und mutig kann man auch mit dem Ball sein, klar, aber da waren wir am Samstag nicht mutig genug, sondern da haben wir manchmal zu sehr das gemacht, was der Gegner wollte. Das passiert auch mal. Es gilt einfach nur einzuordnen und zu lernen und mitzunehmen. Speziell von morgen schon. Hans Fallsee hat nochmal eine Rückfrage zum Personal. Fällt jemand aus? Nein, außer den, glaube ich, jetzt auch für euch bekannten Kreuzbandrissen und Adduktorenabrissen und Sprunggelenks-OPs sind alle da. Wir haben den einen oder anderen Schnupfen drin, wo wir einfach schauen müssen, wo die Nase besser frei ist. Und dann werden wir da eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in die nächste Runde kommen will. Und dass das sicherlich ein Spiel ist, in dem ja auch so ein paar Pokalattribute mit reinkommen, dass du aber auch benötigst, um als niedriger Klassenteilnehmer in diesem Spiel weiterzukommen. Das ist ganz normal, aber darauf setzen wir natürlich auch. Gibt es noch weitere Fragen? Nils winkt. Sorry, bei uns hängt das Bild leider immer ein bisschen. Ja, ich habe es gemerkt. Also ich weiß zwar nicht, warum es immer wieder gefragt wird, ich frage es aber jetzt auch trotzdem mal. Habt ihr Elfmeterschießen trainiert? Nein. Ich weiß auch nicht, warum das gefragt wird. Also das läuft so übers Jahr. Also ähnlich wie Freistoßschießen. Die Jungs nehmen sich Elfmeter, sind meistens, ich bin manchmal dann auch ein bisschen überrascht, wer sich alles Freistöße nimmt nach dem Training bei uns, wer dann da auch mal teilnimmt. Die werden nie einen schießen, sie wissen es nur nicht. Und so ist es manchmal auch beim Elfmeterschießen. Aber man darf es mir nicht verübeln, dass ich mich jetzt erstmal mit den 90 Minuten beschäftige. Wir werden aber vorbereitet sein auf alles. Ich kann es aber nur an der Stelle nochmal betonen. Da werden wir vielleicht die Sportpsychologen jetzt die Finger heben, aber ich weiß nicht, ob du dich da hundertprozentig darauf vorbereiten kannst. Du kannst vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber das machen wir in der Woche ab und zu mal. Von dem her losgelöst von Pokalspielen, wir schießen ja ab und zu mal Elfmeter im Saisonverlauf. Hans Fallseher spricht nochmal den Pokal an. In Düsseldorf gab es eine gelbe Karte nur, war das auch körperlich zu wenig Einsatz? Ja, gegen St. Pauli waren es 15, glaube ich, in Summe. Ich bin da nicht zu haben für solche Statistiken. Man kann manche Dinge mal ändern, den Spielverlauf ändern über solche Geschichten, wie habe ich, glaube ich, auch mal bei St. Pauli angesprochen. Da sind die Kartons aber gerade so durch die Gegend geflogen auf beiden Seiten. Ich glaube, ich hätte da gar keine gezeigt im ganzen Spiel. Nur mir natürlich, die war berechtigt. Nein, Spaß beiseite. Es gibt so Spiele, wo vielleicht sowas mal vonnöten ist. Vielleicht wäre es am Samstag auch mal wichtig gewesen, mal ein sogenanntes Zeichen zu setzen.
Ich glaube aber, dass ich es ein bisschen globaler mache. Wir haben zu wenige Kopfbälle abgenommen defensiv. Wir waren einfach nicht in diesen Infights geistig und körperlich da, um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten. Ich weiß nicht, ob 3 gelbe Karten mehr dann das Kopfballspiel verbessert hätten. Vielleicht den Reiz untereinander ein bisschen hochgefahren hätten mal. Ja, aber das ist mir dann zu einfach, um dann ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Das kann mal ein Bestandteil sein, ja, aber nicht in Düsseldorf an diesem Spiel. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Auch keine winkenden Gäste mehr in der Leitung. Dann von mir noch abschließend die Info. 700 Fans werden den KSC in die Bayer Arena begleiten. Das ist, denke ich, eine ordentliche Zahl für einen Mittwochabend. Das zeigt ja aber auch die Besonderheit dieser Fans und zeigt, ja, was sie auch der Mannschaft zurückgeben, glaube ich. Und das weiß die Mannschaft auch immer. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft den Zuschauern die letzten Monate das ein oder andere freudige Erlebnis geschenkt haben. Ich habe, glaube ich, die enorme Wertschätzung, ich glaube, bei dem Pauli-Spiel auch mitgeteilt. Das war nicht einfach für die Zuschauer, wenn man sich so freut auf ein Spiel und das Ergebnis ist nicht da. Die Mannschaft ist extrem gewillt. Diese Mannschaft kann man wirklich lieb haben. Auf diese Mannschaft kann man sich freuen am Wochenende. Ich glaube, die Jungs haben da einiges auf den Weg gebracht. Wir haben uns total gefreut und freuen uns nach wie vor, dass die Menschen wieder kommen dürfen ins Stadion. Weil wir in Karlsruhe, wir brauchen das. Wir brauchen das nach wie vor, um Qualität, die das ein oder andere Spiel höher einzuschätzen ist beim Gegner, brauchen wir die Zuschauer, um in Karlsruhe wieder das ein oder andere Heimspiel mehr zu gewinnen. Und da sind die Jungs sehr gewillt. Ich glaube, auswärts lohnt sich's oder hat sich's bisher auch gelohnt, mitzukommen. Also ich glaube, der KSC ist auf einem guten Weg. Der KSC bleibt wachsam in allen Bereichen. Das werden wir. Keine Sorge. Nochmal, ich kann das ja nur für mich sprechen. Wer mich nach dem Spiel sieht, der weiß, dass man mir da nicht begegnen sollte. Und da ist Wachsamkeit genug da, egal wie ich das Kind dann nenne nach dem Spiel. Diese Jungs, auf die kann man sich verlassen. Das sind großartige Menschen. Und die werden uns hoffentlich die nächsten Wochen und euch dann auch und vor allen Dingen den tollen Fans viel Freude machen.